Wie viele seiner Zeitgenossen erlebte auch Otto Pankok den Ersten Weltkrieg als traumatisches Schlüsselerlebnis für eine Einstellung gegen Gewalt und Krieg. Durch seine Beziehung zu der kritischen Journalistin Hulda Droste und seine Bindung an die Bewegung Junges Rheinland gehörte er zu einem linksintellektuellen Kreis, der seine humanistischen und liberalen Einstellungen in der Kunst und im Alltag auslebte. Mit dem Nationalsozialismus war das unvereinbar. Und als der 9. November kam, wo alles kaputtgeschlagen wurde, dann sagte mein Vater, wir gehen jetzt zum Maler Stern, der auch Jude war. Und wir gingen beide zu Fuß und er ließ meine Hand nicht los. Also, dass ich das Gefühl hatte, wir beide. Und ließ nicht los, bis wir bei dem Haus ankamen. Fenster waren schon mit Holz abgesichert. Da hat mein Vater geklopft. Und dann hörten wir die Stimme von Frau Stern. Wer ist da? Und dann sagte mein Vater, rief ganz laut, Pankok. Und da wurde die Tür ein kleines Stück aufgemacht und wir schlüpften rein. Und da haben wir gesessen, 2 Stunden. Und sie haben alles erzählt, was sie erlebt hatten. Später hat Frau Stern immer gesagt, alle unsere Freunde kamen bei Nacht. Pankok kam bei Tag. Ja, und so war es auch. 1931 lernte Pankok Sinti-Familien kennen, die im Düsseldorfer Ortsteil Heinefeld in einer sogenannten wilden Siedlung lebten. Mit den Sinti und Roma verband ihn eine lebenslange Freundschaft. Die Menschen und ihre Lebensrealität in Ausgrenzung und Verfolgung beschäftigten ihn bis an sein Lebensende und führten ihn auch zu einer klaren Positionierung gegen den Nationalsozialismus. Otto Pankok prangerte den Mord an den Sinti und Roma als Völkermord an, ebenso wie den Holocaust. 1931 bis 1934 entstand der deutlich regimekritische Zyklus Die Passion. 1936 bis 1946 der Zyklus Jüdisches Schicksal. Er hat ja auch gegen das Böse gestellt, also gegen die Nazis, die Passion, ne? Leben von Jesus. Und da der Christus, der am Kreuz hängt, Karl Schwesig war das, ein Kollege von ihm, einer, der die erste Folterung erlebt hatte. Er hat eben was, immer das Menschliche auch gesucht, ne? Den Nationalsozialisten galt Pankok als entarteter Künstler. Er und seine Frau Hulda wurden mit Berufsverbot belegt. Pankok war mehrfach von Verhaftungen bedroht, rettete sich durch innere Emigration und häufige Wohnortwechsel in ländliche Gebiete, um der permanenten Beobachtung und Bedrohung in Düsseldorf zu entgehen. Nach Aufenthalten im Münsterland, in der Grafschaft Bentheim und im Emsland zog er mit seiner Familie in die ebenfalls als sicher geltende Eifel. Bis 1946 lebte die Familie in dem Eifeldorf Pesch. Kurz vor Kriegsende versteckten sie hier den Düsseldorfer Maler Matthias Barz und seine jüdische Frau Brunhilde. Ebenso halfen sie 2 Zwangsarbeitern aus Polen und Russland bei der Flucht. Aber so war also die Nazizeit zu Ende. Und ich stand da und dachte, was hast du? Was hast du eigentlich? Ich konnte irgendwie gar nicht richtig atmen. Es war also so, wir standen alle, mein Vater fing dann an zu weinen, als wir alle um den Tisch standen, der Amerikaner, die beiden Gefangenen da. Und das war also so unglaublich. Ja, es war die Befreiung von ewiger Angst um die Eltern.